nee, anders. Scheune, F. Arbeiter zuweisen. So, da haben wir die aber immer noch nicht zugewiesen. Die gute. Wäre sie ja momentan komplett arbeitslos. Ne? Ja. In der Gewinnung wäre die gut. Könnte man sie von der Bergarbeit wegnehmen? So, dann ist jetzt sie arbeitslos, die hat das hier Diplomatie, Tauschhandel, sympathisch. Macht halt wenig Sinn. Macht halt wenig Sinn. Was machen wir mit ihr am besten? Was machen wir mit ihr am besten? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was wir an Gebäuden bauen können, wo wir sagen, haben wir noch nicht, könnten wir vielleicht gebrauchen. Haben wir ja eigentlich alles. Außer hier. Oder hätten wir noch nicht mal die Technologie dafür? Fischerhütte macht eben auch wenig Sinn. Wir müssen wirklich mal über die Tierzucht nachdenken. Ich brauche jetzt bloß ein Gänsehaus hinbauen. Für die eine Ente, die wir uns, oder das sogar das eine Küken bloß, was wir uns leisten können. Das macht ja auch wenig Sinn.
Am besten brauchen wir dort wahrscheinlich noch Tiernahrung. Andererseits, wenn ich das hier sehe, gerade zur Düngerherstellung, zur Düngergewinnung, wäre das halt schon optimal. Ist dann halt wieder die Frage, inwieweit so ein Gänsehaus, wenn da bloß eine kleine Gans drin ist, inwieweit die dann Dünger abwirft. Das wird nicht viel sein. Aber komm, bevor die komplett sinnlos ist. Aber ist halt dann wieder scheiße, da kriege ich wieder das Geld nicht zusammen. So ein Haufen Rundholz. Haufen Pelz und Leder. Okay, also das dürfte eigentlich kein Problem sein. Oder was haben wir an Leinenfaden da? Ich nehme jetzt die Scheißdinger mit. Die Rundhölzer. 6 Stück waren es, glaube ich. Machen wir gleich mal 10, müssten wir wegkriegen, ja. Bauen wir da vorne so ein perfektes Entenhaus hin. Und wenn ich sehen muss, dass ich hier irgendwie selber mit nähe und mache. Die Straße im Wege, hä? Ja, jetzt brauchen wir Stecker. Stecker haben wir nicht. Stroh brauchen wir auch. Stroh haben wir auch nicht. Das war keine gute Idee. Gut, im Winter sieht man die Sticks besser. Die so einfach irgendwo am Wegesrand rumgammeln. Das passt schon. Das Stroh müssen wir dann halt mal holen gehen. Muss doch kalt sein. Doch bloß, die haben sich unsere Pelzumhänge umgehangen. Die sind zum Verkaufen, gute Frau. Arbeit ist die beste Kutte, ist ja die Devise bei uns in der Stadt.
Denkt, die kann hier auf feine Dame machen und noch am Straßenrand stehen und Maulaffen feil halten, oder was? Geht ja wohl gar nicht. Ich wundere mich wohl, warum wir kein Geld abwerfen. Oh. Buntholz. Buntholz. Oh, ich glaube, ich könnte hier auch mal wieder. Ach du Scheiße, die Gebäude sehen ja aus. Könnte ich auch mal wieder einen kleinen Arbeitseinsatz machen. Jetzt holen wir uns erstmal so eine Ente und mal gucken, was das bringt. Ich hoffe nicht, dass ich dann so Unmengen an Tierfutter brauche. Dann können wir ja Tierfutter in der Eigenproduktion dann irgendwann mal herstellen. Ich mir halt fix hocken und keine Ahnung, können wir ja sehen. Ja, top, oh boy. Ganz alleine hier auf der Straße. In der Kälte. Haben Eltern.